Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem kurzen Unboxing-Video. Ich habe was bekommen oder habe eine Anfrage bekommen, ob ich euch das vorstellen wollen würde. Und ich fand das sehr geil und war sehr neugierig darauf. Und zwar das Pout Note. Sieht ein bisschen aus wie ein externer Akku, ist aber JIT GPT. IA Voice Recorder. Ich bin mal gespannt, auch ob es in Deutsch sein wird. Ja, ich habe auch einige Bilder gesehen, da haben sich viele auf die Rückseite vom iPhone geklebt. Da sieht man es zum Beispiel. Ich hoffe, das kann man sehen. Ich kann bei mir das nicht auf die Rückseite kleben, weil bei mir ist ja hier der Nippel. Also da müsste ich mir ein neues Case holen, dass ich das dann halt hier hinten raufkleben kann, und müssten wir erstmal gucken, ob es von der Größe her passt. Und das wollen wir jetzt erstmal auspacken. Und dann machen wir auch noch ein Hardware-Video und gucken mal nach, wie es sich einrichten lässt. Die App habe ich mir schon runtergeladen. Da bin ich mal sehr gespannt. Verpackung sieht auch ganz gut aus. Das ist so ein bisschen glänzend. Seht ihr ja. Das andere alles nicht. Ah, wir haben hier unten einen Streifen, den wir abmachen müssen. Da oben. Handy ein bisschen beiseite, sonst wird es zu bunt. So, was haben wir denn hier? Eine Plasthülle. Willkommen zu Pauli Note. Plaut Note, Entschuldigung. So, was haben wir denn hier Schönes drin? Hello, bonjour. Hello. Ach, hier oben steht ja Hallo. Deutsch ist auch mit bei. Ach, eine Anleitung. Okay, das gucken wir uns gleich an. Ja, Ventry, also nochmal die wichtigsten Sachen. Ach, das ist ja gar nicht so groß. Das ist ja. Ist ja voll clean. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie dicker ist. So, hier unten haben wir einen USB-A zu USB-C Adapter. Den brauchen wir jetzt natürlich nicht. So, und wir haben einen USB-A. Seht ihr das? Und dann hier magnetisch zum Laden von dem. Und wenn man halt kein USB-A hat, dann kann man den halt den Adapter, der übrigens aus Metall ist, drauf machen. Dann kann man das dann am Handy nehmen zum Laden von dem. Testen wir mal. Gehört eigentlich zur Hardware, aber ich bin jetzt neugierig. Ja, Athlet, gut. Das funktioniert, das ist geil. Also wenn man unterwegs ist, kann man auch, und jetzt leer sein sollte, kann man sein Handy zum Nachladen benutzen. Finde ich gut. So. Müssen wir das erstmal hier wieder halbwegs ordentlich reinmachen, damit uns das hier alles nicht wegflutscht. Das einzige Negative bei diesem Sonder, also es geht ja auch nicht anders, weil das Ding ist so dünn, da würde ein USB-C nicht mal ranpassen. Aber mit diesen ganzen Sonderkabeln muss man dann immer aufpassen, dass die wirklich nicht wegkommen. Weil, wie gesagt, wenn das weg ist, kann man das nicht mehr aufladen, weil das ist ja mit zwei Magneten da.
Und dann ist das halt schon doof. So, wie gesagt, wir haben das, das. Und dann haben wir hier noch eine Hülle. Ah, die Hülle kann man dann ran machen. So. Ah, hier, okay. So, was ist das? Ach, das ist ja für Apple, der Ring. So. Alles klar. Auf eure Hülle klebt ihr diesen Ring rauf. Da. Weil Apple hat ja hier diesen magnetischen Ring, damit das an Haltern hält und auch zum Laden und so. Da. Und dann könnt ihr das da einfach rauf machen. So. Ich werde das mal kurz hier raus machen. So müsst ihr euch das vorstellen. Ja, das ist dann halt, also praktisch dann halt hier. Ach ja, das hält ja. Seht ihr? Das macht er dann einfach so rum. Nee, so rum. So rum wird das dann die Folie halt ab und die kommt dann aufs Handy. Ja. Und das, wenn ihr dann auf der Rückseite, finde ich auch ganz cool, dass sie dann auf der Rückseite den Schriftzug gemacht haben. Ich hoffe, das könnt ihr erkennen. Cloud, könnt ihr das erkennen? Dass wenn es dann auf dem Handy drauf ist, dass es dann so aussieht. Ja. Also jetzt nicht bei meinem, weil ich habe ja dieses dicke Ding. Aber das würde dann so aussehen. Klebt er dann rauf und dann hält er halt die... Und könnt ihr das dann halt jederzeit abmachen. Ja. So. Und dann könnt ihr das hier halt rein und raus machen. Ach, hier ist dann auch für Laden. Wir packen das mal aus. So. Dann schiebt ihr das hier halt rein. So. Richtig weit. Dann habt ihr hier den An- und Ausknopf oder was das sein sollte. Das werden wir uns gleich angucken. Und hier ist es dann zum Laden. Oder nee, das ist nur zum Halten, ist nicht zum Laden. Laden machen wir dann hier unten. Mal gucken, ob das dann auch passt mit den Magneten. Ach, sollte. Oh, Entschuldigung. Hm. Oh Gott, wo kommen die denn her? Ist auch sehr fest drin. Also da braucht er keine Angst haben. Seht ihr das, wie ich das hin und her machen muss, damit das hier wieder rauskommt? Also ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr das am Handy habt. Ja. Und ihr habt das dann so drinne, dass es dann halt so rausfällt oder so. Das ist sehr, sehr fest drinne. Das ist geil. So. Aber ich habe schon ein bisschen zu viel zum Unboxing gemacht. Dann würde ich jetzt hier auch einen Cut machen und würde sagen, wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder. Wenn wir das erste Mal benutzen werden, beziehungsweise einrichten. Ich hoffe, dass das ein Deutsch ist. Und bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.